Happy New Year. Die mögen beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Jussi, so ist das hier nicht gedacht. Hui! Ich habe heute noch gar nicht gefilmt. Mittwoch, 29. Dezember. Wir sind in der Halle, nicht alleine. Wer ist denn da? Ja, moin. Ja, moin. Moin. Abstand halten, Sicherheit wahren. Ja. Alles klar. Müller Agromedia. Korrekt. Macht hier schicke Fotos, ich sag nicht wovon. Ja, okay. Also wir haben noch nicht gesehen, um was es geht, aber ja. Alles klar. Viel Spaß. Soll schick werden. Tschüss. So, tschüss. Kommst du nirgends durch hier. Ah, Mann, ey. Hui, Moinsen. Duster. Moment. Licht. Zumindest etwas. So. Na, auch nicht besser, ne? Ich weiß, verdammt. Scheiße. Kann man irgendwas erkennen? Wie kann man was erkennen? Gar nicht, oder was? Moinsen. Heute ist der 31.12., der letzte Tag im Jahr. Junge, der letzte Tag 21 und beginnt wie eigentlich jeder Kartoffelpacken für den Laden. ja, es gibt jetzt Belana. Ich habe gestern schon für den Laden welche abgepackt, habe gestern auch schon die Belana in den Online-Shop reingetan. Die Glorietta sind jetzt ausverkauft. Ich mache jetzt den Laden fertig. Was ist? Wie spät ist denn das jetzt? Kurz nach 7. Laden fertig und dann bereiten wir uns mal auf Silvester vor. Erzählt doch mal in den Kommentaren, was ihr so gemacht habt an Silvester. Später. Nee, ach, ich glaube, es könnte sein, dass wir uns nächstes Jahr erst sehen. Ah, wer weiß. Wie soll man denn da rankommen, ey? Ist doch das für ein Piss. Alter, wer baut denn so einen Scheiß? Oh, Alter. Das ist doch ein Einwegklatsch. Glaub ich nicht. Das gibt's ja überhaupt nicht. Mann, ey. Muss gehen. Alter. Montag, es ist schon wieder Montag. Dritter Januar 2022. Moinsen, Happy New Year. Da ist die Luft raus. 3. Januar, das Jahr fängt an und die Luft ist raus. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt wieder schön. So, jetzt können wir wieder hier Karre fahren. So, und dem Vogel, der hier die Schilder demontiert hat und das eine mit geklaut hat, die mögen beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Und drechsüch. Scheiße hier, ey. Was will man damit? Jussi, so ist das hier nicht gedacht. Das ist nicht dein Stall hier. Komm, und deine auch nicht, Fiete. Ihr seid so Kamele. So, raus. Jussi. Komm, verschwinde. Los. Ich halte dir doch schon die Tür auf. Hau ab. Los. Sagt man störrischer Esel. Oh Mann, Kinder. Los jetzt. Los. Verschwinde. Bitte! Bitte! Mann, ich will doch nur ausmessen. Das schafft mich. Kinder.
Hui! Oh, man sieht eh nichts, ne? Zeigen wir nach vorne. Moinsen, Freitag, 7. Januar ist schon. Wann habe ich die Kamera zuletzt angehabt? Keine Ahnung. Gestern Abend im Livestream. Aber nicht diese. 8.18 muss zum TÜV. Mirko hat den gestern noch eben sauber gemacht. Er war noch am Gärreste fahren. Tonne ist ab, logischerweise. Ne? Jetzt muss das Zugmaul noch mal eben wieder ran. Das liegt noch in der Werkstatt. Und dann kommt er eben zum TÜV hin. Dann ist er auch wieder schier. Dann fehlt noch der 414. Der muss auch noch zum TÜV eigentlich nächste Woche. Und dann haben wir alle wieder grün. Nichts anändern, ist noch morgens, ist früh. So, hier sieht man ein bisschen was. Jo. Fasst sich so neu an. Was daran liegen könnte, dass er neu ist, ne? Junge, 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 Junge. So, wir haben jetzt 8574 Betriebsstunden. Komma null. 8574. Auf den Schlag, auf den Punkt, meine ich. So. Platz genug. Dreckswetter, jetzt fängt das noch richtig an zu schiffen und ich muss zu Fuß nach Hause. Kacke. Eben gerade war es noch ein paar Tropfen und jetzt? Das kann ich nicht. Und dann ist er 8.18 aber auch komplett durch repariert. Da darf jetzt aber nichts mehr kommen hier, Sportsfreund. Neuer Sitz, neuer Joystick. Vor nicht allzu langer Zeit neuer Triebsatz. Also das muss jetzt aber laufen hier. So. Stellen wir mal irgendwo hier. Stellen wir den mal eben hier hin. Parken wir da rückwärts oder was? Nee, das ist auch scheiße. So alles scheiße doch. Ja, nee. Wollen sie denn jetzt doch packen da? Scheiß drauf. Hier vorne stehen auch, oder kann ich nicht stehen bleiben? Die werden schon wissen, wohin soll. So, ich bringe die Papiere noch eben rein und dann laufen wir nach Hause. Gestern noch von hier gestreamt, also von da genau genommen. Heute schon am Laser. Und zwar gibt es Frühstücksbrettchen, Röpers Frühstücksbrettchen. Bambus aus, wie heißt denn das nochmal, dieses FSC-zertifiziert, 100%
stammen aus FSC-zertifizierten Wäldern, also alles, alles korrekter Mundo. Und da mache ich nur ein dezentes, ich zeige euch das, so soll es aussehen, dezentes Logo drauf. Hier habe ich es auf dem Rechner und da wir gesagt haben, wir wollen ja mal eben gucken, wie das funktioniert. Teller rein, da müssen wir hier einmal freischalten. Wenn ich jetzt den Deckel aufmache, zack, Laser wieder aus. Würde jetzt nicht loslasern, also nochmal wieder Zustimmungstaste. Dann geht das hier einmal auf Start. So, und dann fängt er an. Und so arbeite ich mich jetzt hier durch die Teller durch, ne? Also in dem Moment, wo ihr das hier guckt, sind die wahrscheinlich schon im Shop drin, ne? Ja, das mache ich heute noch. Wir haben noch bis einschließlich für euch heute, also einschließlich Sonntag, 9. unsere Rabattaktion, 10% mit dem Gutscheincode Katerwoche. Also wenn ihr noch was brauchen könnt, schaut mal in den Shop, Link ist in der Linksbums da. Also später, Videobeschreibung. Ja, sehr gut. Licht muss an. Ohne Licht wäre das nichts hier. Ah, jetzt Licht. Jetzt haben wir Licht, oder? Hui, Moinsen! Eieiei, so Karton an der Seite, den bearbeite ich später. Samstag, 8. Januar. Ganz kurz, also dieses Video ist sehr kurz, aber nur noch ganz kurz, weil ich noch eben was zeigen wollte. Was ist da los? Zum einen, das hier stand im Laden. Da ist auch ein Zettel dabei. Das wollen wir mal eben zeigen. Also da haben wir hier nämlich einen Halter. Und da drin passend, na komm schon, die Montageplatte für Handy. Das Ganze passt, da sind auch noch Schrauben, das packe ich dann sicherheitshalber eben wieder zurück. Das Ganze passt an unseren 716. Das werde ich in Kürze nochmal anbasteln. Und auf dem Zettel steht, darf ich das eigentlich vorlesen? Ich mache das einfach. Moin Sven, ich habe dir hier eine Kleinigkeit für den 716 besorgt und hoffe, dass du kannst damit was anfangen. Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele Grüße, Markus. Markus, ganz, ganz lieben Dank. Du hattest ja neulich, ich glaube, im Twitch-Chat auch schon mal nachgefragt, ob das schon montiert ist. Nee, ist es noch nicht. Ist hier im Karton und sobald ich da Zeit finde, schraube ich es an. Also richtig cool, da haben wir nämlich keinen Handyhalter. Und ich hatte mal welche mit Saugknopf, ja, ihr wisst, was ich meine. Das hatte ich dann mal am Fenster, das hat alles nicht gehalten. Das war alles Müll. Das hat nichts getaucht. So, Verpackungsmaterial kann ich noch benutzen. Eine Sache noch und dann lasse ich euch auch in Ruhe. Wo ist das? Da kam nämlich ein Brief. Ist der das? Ich glaube ja. Ja. So. Und nicht, dass es heißt, ich würde das nicht vorlesen. Irgendwo steht hier, ab hier darf vorgelesen werden oder so. Ja, genau, ab hier. Der Brief ist von Jörg. Ich lese das einfach mal vor und danach sage ich da was zu. Nun habe ich einige Anmerkungen und ab hier darf der Brief auch vorgelesen werden. Am Ende der Videos werden oft Geschenke vorgestellt, die ihr von euren Zuschauern oder wegen meiner auch Fans zugeschickt bekommt. Gegen selbstgemachte Dinge als Anerkennung für die Videos und eure Leistung ist auch nichts einzuwenden. Vielleicht sind auch Dinge dabei, die von den Zusendern nicht mehr benötigt werden. Aber dass gekaufte Dinge, wie zum Beispiel reichlich Frühstück für Sven, Schokolade und anderes Knabberzeug zugeschickt werden, finde ich etwas befremdlich. Auch neues Werkzeug und sogar Bargeld wird geschickt. Bargeld? Ja. Die Geste ist bestimmt super nett und lieb gemeint, aber da gibt es meiner Meinung nach andere Bedürftige, die diese Dinge viel nötiger hätten. Oder ist das ein Teil der Strategie, die mit den Videos verfolgt werden? Sie sind Geschenke mit, sind die Geschenke mit einkalkuliert, weil ihr Videos für Menschen wie uns macht, was natürlich allein durch das benötigte Equipment sehr kostspielig ist. Es gibt sogar welche, die eine Wunschliste auf ihrem Kanal hinterlegt haben, mit der Hoffnung, diese Artikel zugeschickt zu bekommen. Wenn das so sein muss, dann ist das so. Wenn das so sein muss, dann ist das so. Punkt. Da sollte ein Punkt sein. Vielleicht könnt ihr euch mal dazu äußern. Das ist alles von mir nicht böse oder so gemeint, sondern einfach nur eine Anmerkung. Vielleicht kenne ich auch nicht alle Hintergründe, da ich, wie bereits beschrieben, nur die Videos auf YouTube anschaue und bei Facebook und in Instagram nicht aktiv bin. Ihr dürft mich da gerne aufklären. Ja, und so weiter und so weiter. Und sein Vorschlag wäre dann doch lieber an Hilfsorganisationen zu spenden. Genau, geht noch ein bisschen so weiter, aber das ist so, ich wollte nur den Sinn, den
Inhalte mal eben einmal darstellen. Also erstmal an Jörg ganz lieben Dank, dass du mir geschrieben hast. Und er hatte da in dem oberen Teil, was nicht zum Vorlesen war, da hat er halt geschrieben, er wollte mal gerne das per Post machen und nicht als Kommentar, weil das ein bisschen persönlicher ist und dann auch vielleicht nicht so schnell untergeht, wie manchmal ja auch ein Kommentar untergehen kann. Das kann passieren. So, also. Wo fange ich an? Also natürlich kann ich da gerne was zu sagen, habe ich kein Problem damit. Als allererstes muss ich erstmal sagen, dass erstens jeder YouTuber machen kann, was er will. Das ist, dies hier ist mein YouTube-Kanal und andere haben andere Kanäle und jeder macht das auf seinem Kanal, so wie er oder sie es für richtig hält. Ende. Punkt. Also und da, wenn es bei mir zum Beispiel, wenn beleidigende Sachen kommen, dann wird der User gesperrt und das wird gelöscht und da sage ich gar nichts zu. Das kommt zwar sehr, sehr selten vor, Gott sei Dank, das ist wirklich sehr selten. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur einen, ich habe nur einmal einen tatsächlich gesperrt und zwei, dreimal vielleicht mal einen Kommentar gelöscht. Aber ansonsten, Lob an die Community, ist das alles eigentlich okay. Wenn Kommentare da sind, die mir nicht gefallen, aber die sachlich sind, lasse ich sie stehen. Oftmals antworte ich dann vielleicht nicht, okay, aber muss ich auch nicht, kann mich auch keiner zu zwingen. Ne? Aber dann ist auch okay. So, das dazu. Deshalb, jeder YouTuber darf da tun, wie er es für richtig hält. Wenn die Community das nicht geil findet, dann kann die Community das ja auch sagen oder dementsprechend nicht gucken oder was auch immer. Aber so vom Grundsatz her, Hausrecht ist der Kanalinhaber. Punkt 1. Punkt 2. Die Community. Wenn Leute aus der Community oder so wie hier mir jemand was in den Laden stellen möchte, dann darf er das natürlich. Und das ist die freie Entscheidung von jedem. Egal, ob das jetzt bei Amazon-Wunschliste zum Beispiel, habe ich jetzt nicht mehr, aber ist egal, ob das jetzt ein Wunschlisten-Ding ist und jemand aus der Community möchte was dem Streamer oder YouTuber was zugutekommen lassen, kann er das doch tun. Das kann jeder so machen, wie er will. Ich verstehe den Hintergrund von dir, Jörg, dass du sagst, das ist ja eigentlich doof. So, eigentlich hätten wir das ja nicht nötig und es gibt ja andere Geschichten, wo das sinnvoller angelegt wäre. Grundsätzlich hast du ja nicht Unrecht, trotzdem kann jeder das so machen, wie er das für richtig hält. Und da muss man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt den YouTubern da, muss man die YouTuber nicht für anmachen oder Regelmaßen, sondern das ist jedem sich selbst überlassen. Natürlich kann, also wir haben ja zum Beispiel unser Rasenmäherrennen geplant und wir haben grundsätzlich schon vor YouTube haben wir immer auch gerne mal was gespendet oder das suchen wir uns selber aus. Da kommen ganz viele, die immer, oh, könnt ihr hier mal was geben, könnt ihr da mal was geben, könnt ihr mal was spenden, könnt ihr dies und jenes und welches. Nee, das machen wir nicht. Wenn wir eine Idee gut finden, unterstützen wir das, das ist keine Frage. Aber so vom Grundsatz her, wir suchen uns das aus, wo wir was hinspenden. Und wir haben jedes Jahr was gespendet. Wir haben jetzt in der Weihnachtszeit, in der vergangenen Weihnachtszeit, also quasi jetzt ja schon letztes Jahr, nichts gemacht. Mit dem Hintergrund, dass wir unser Spendengeld in einen Rasenmähertrecker investiert haben. Eigentlich hatte ich gedacht, den heute zeigen zu können, kann ich noch nicht. Kommt aber in Kürze. Jetzt jaulen die Hunde. Ruhe da hinten! Kommt in Kürze und dieser Rasenmähertrecker werden wir, wenn unser Rennen stattgefunden hat, bei eBay versteigern, meistbietend. Und der Erlös geht dann ans Kinderhospiz Löwenherz. Ich habe hier noch einen Zettel davon. Da haben wir hier auch immer, wer bei uns im Café schon mal war, der weiß es. Da stehen, haben wir auch diese Spendendosen bei uns im Laden. Die steht aktuell ja auch noch da. Da kann jeder gerne was reintun. Die kommen dann ab und zu und lernen das. Und das geht an das Kinderhospiz Löwenherz in Sieke. Gehört zu Bremen, ne, Bremen. Und da geht dann der Erlös von dieser eBay-Auktion auch hin. Also wenn wir da, wir sind jetzt aktuell beim Ausgabenstand von 400 Euro und da wird vielleicht das eine oder andere noch zukommen. Und der Rasenmähertrecker, der wird dann nach dem Rennen so versteigert, wie er ist. Das sind quasi, also ich gehe schon davon aus, dass ein paar Euros auch zusammenkommen, zumindest das, was wir ausgegeben haben. Und das geht dann als Spende dahin. Also, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, jeder darf auch dahin spenden oder das tun, wie er das für richtig hält. Man muss den Leuten da keine Vorschriften machen. Wenn man jetzt in den, keine Ahnung, Nachrichtensender zum Beispiel, lief in der Vorweihnachtszeit permanent, und das läuft jetzt gar nicht mehr, die geben in der Vorweihnachtszeit richtig Geld aus für verschiedene Spendenziele, Tierheime und ich weiß nicht was. Das ist alles ja gut und schön, aber in der Nachweihnachtszeit ist da nichts mehr im Fernsehen. Ne? Weil die ganz genau, ach, ist egal, anderes Thema. Wer was Gutes tun will, der tut das. Und da braucht er, man kann mal Vorsicht dran erinnern, das ist in Ordnung, aber dann muss das auch mal gut sein. Weil
Jeder, der was Gutes tun will, der kann es tun. Und dafür brauchen wir kein Weihnachten und dafür brauchen wir auch nicht permanente Aufrufe. Das ist meine Meinung. So, und man muss auch nicht ständig, das heißt ja auch nicht, dass jemand, der mir hier was vorbeibringt oder der Sibbers was schickt oder der Axel was schickt oder keine Ahnung, der irgendeinen YouTuber was schickt, dass der nichts anderes woanders spendet. Und das ist das eigene hart verdiente Geld der Leute und deshalb kann da jeder auch mit seinem Geld das tun, was er für richtig hält. Das dazu. Das wollte ich ganz gerne noch einmal sagen, weil, also, wie gesagt, trotzdem wirklich danke für den Brief, danke für deine Hinweise. Ich sehe das naturgemäß ein bisschen anders, hab aber tatsächlich auch meine Amazon-Wunschliste nicht mehr, weil das im Grunde genommen für mich persönlich Quatsch ist. Ich freue mich am, hier zum Beispiel, ich hoffe, man kann das jetzt im Bild sehen, das hatte ich ja mal beim Unboxing gezeigt, Fotos oder das selbstgemalte Bild oder so, ich habe mich da mega drüber gefreut und jetzt habe ich ja auch hier eine Wand oder der Kalender hier, das hängt hier, kann ich hier super hinhängen, das sind persönliche Sachen, da freue ich mich richtig, richtig drüber und sowas könnt ihr mir gerne schicken. Ihr könnt mir alles schicken, aber das ist so, ne, finde ich schön, so wenn man sich Gedanken gemacht hat. Das ist super. Ich freue mich, wie gesagt, über jede Zusendung, aber ich habe auch immer gesagt, müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Ich sage ganz lieb Danke und ich freue mich wirklich, aber müsst ihr nicht. So, das zu den Zusendungen nochmal. Das war es jetzt aber auch. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt viel zu viel gesabbelt. Ich straffe das Ganze ein bisschen zusammen, damit der kurze Vlog auch ein kurzer Vlog bleibt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Das war tatsächlich sehr kurz. In dem letzten Stream, den wir hatten, mit den United Farm Vlogging Stream Jungs da, wir waren ja tatsächlich mal alle da, zumindest zu späterer Stunde kam Martin Grimhoff ja auch noch ein bisschen dazu. Das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn ich da ein bisschen müde war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Anfängliche Startschwierigkeiten, gut, bei Lukas, da lief das Internet nicht so richtig. Nachher waren wir bei Peter, Country Life Germany, und dann lief das gut. Und da hatte ich im Chat vorbeihuschen sehen die Nachricht, wann machst du wieder schöne Vlogs? Da konnte ich nicht drauf eingehen, weil da gar zu viel zum anderen Thema gesammelt wurde und da wollte ich nicht zwischenfunken. An dieser Stelle nochmal ganz kurz, also falls du das hier siehst, ich weiß jetzt nicht genau, was du mit schönen Vlogs meinst, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Wenn du meinst, so mit Trecker fahren und Acker und so, das kommt im Frühjahr, ne? Jetzt ist Winter. Also vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und dann reinhauen. Danke. Wirsing! Tschüss. So, Schluck Kaffee noch eben austrinken. Und der muss auch mal gut sein hier, ne? So.